Da man mich ja gefragt hat, wie man den Balken extra so einstellen kann, wie bei mir, dass er zu und abnimmt, will ich dir in diesem Video natürlich zeigen, wie man das Ganze macht. Wie immer nehme ich dich Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess. Wie kann man am besten das Video starten, da wo man es aufgehört hatte? Ich will dir also heute zeigen, wie man diesen Balkendiagramm natürlich zu- und abnehmen lassen kann. Also was müssen wir als allererstes machen? Das heißt, wir gehen zu diesem schönen Kontrollkästchen, markieren uns alle und können das Ganze so weit ziehen, wie wir es benötigen. Das heißt, ich habe jetzt hier drei Projekte, also wollen wir es in diesen gefüllt haben. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt natürlich hier die ganzen Kontrollkästchen, weil die immer noch auf eine Zelle fixiert sind, hier erstmal das Ganze umschreiben lassen und das sieht wie folgt aus. Dazu mit Rechtsklick neben den Kontrollkästchen klicken und gehen nach unten zu den Steuerelementen, formatieren, klicken also drauf und bei den Zellenverknüpfung sagen wir natürlich hier, dass wir es nicht da oben haben wollen, sondern wir wollen das hier unten haben. Das heißt also, wenn wir es gemacht haben, können wir es mit OK bestätigen und wiederholen das Ganze mit dem restlichen Kontrollkästchen. Nachdem wir also alle Kontrollkästchen unterschiedlichen Zellen zugeordnet haben, ist nun im nächsten Schritt natürlich, dass wir bei dem Prozess hier sagen, dass wir die Formel, die wir davor schon drin hatten, dass wir das Ganze übernehmen auf die anderen Zellen. Und jetzt ist natürlich so, dass wenn wir hier klicken, jetzt siehst du hier an dieser Stelle, dass das Ganze auf und ab nimmt. Das Problem nämlich bei dieser Sache ist, dass du sozusagen ein Standard brauchst, das heißt, wo alle Aufgaben erfüllt sind und dann dementsprechend nimmt der Balken auf und ab. Das heißt also, hier bei diesen Sache musst du ein extra machen, der 100% erreicht hat sozusagen. Ohne diese Sache würde das Ganze nämlich, wenn ich es jetzt wegnehme und nur einzeln packe, bei jedem genauso aussehen. Deswegen ist hier an dieser Stelle zu beachten, dass du ein Projekt mehr machen musst, damit du das Ganze als Standard verwenden kannst. Ja, mehr gibt es an dieser Stelle von meiner Seite aus nicht zu zeigen. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Hoffe natürlich dir, liebe Zuhörer, wird das Ganze in Zukunft helfen. Lass mir ein Like da, vergessen zu abonnieren, natürlich Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, TheCo000, in Excel verpasst. Also bis zum nächsten Mal.